Ja, guten Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Und hier geht es zum Alltag, und es ist schon eine Weile her, und mein Headset ist viel zu laut. Und wir haben heute den 21.12. Weltuntergang und so, ne? Oh mein Gott, Stammbild. Boah. Ich dachte schon jetzt hier. Und die Sache sieht wie folgt aus. Ich bin jetzt schon ein bisschen raus, leider. Chill mal, niemand ist dead. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Ja, darum geht's. Wir können ihn entweder retten oder auch nicht, so wie mir scheint. Und um ihn zu retten, also wir haben jetzt die 6 Kugelstücke und wir haben hier einen Teil für die Ingredienz, genauso wie diesen gelutschten Knochen hier. Und in meinem Mementos steht nichts, sondern es steht in den Notizen. Oder? Ja. Bla bla bla, befreien und dann einen giftigen Pilz. Die Lebensessenz des blutgequälten Tieres. Also brauchen wir das Blut eines Gequälten. Und dann noch etwas wegen ausgelutschten Knochen war das, glaube ich. Oder wo stand denn das? Tamter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ja. Also das Zeug haben wir, genauso wie den komischen Pilz. Es fehlt nur noch Blut. Die Frage ist nur, wie wir an Blut kommen. Ja, ja, das hatten wir gerade. Das ist jetzt die Frage, sollen wir nach Blut schauen oder sollen wir die Kugel zusammensetzen? Ich werde jetzt erstmal nach Blut suchen. Weil, keine Ahnung, ich bin einfach ein guter Mensch und die Agrippa ist mir sehr ans Herz gewachsen, obwohl er mich doch ziemlich nervt. Und ich habe hier schon so schreckliche Dinge gesehen, ich bin jetzt so abgehärtet, ist mir jetzt vollkommen egal, ob ich jetzt hier irgendwie noch irgendeine Leiche Blut abzapfen muss. Ich frage mich aber, womit, ey? Ich habe ja nichts. Ich könnte mir einen Schädel aufmeißeln, aber ansonsten... Vielleicht findet sich ja noch was. Neben mir lauter Alkohol und Zeug. Irgendwas Nützliches. Auf jeden Fall werde ich mal... Naja, hier hatten wir dieses komische Teil. Ja. Puh, irgendwie muss ich jetzt schauen, dass ich entweder Blut herkriege und wenn das zu lange dauert, dann... Ja, dann... Tut's mir leid. Wir schauen jetzt mal in den Altarraum. Vielleicht finden wir da noch irgendwo etwas Blut. Aber ich bin mir da... eher nicht so sicher. Blut! Puh. So, komm, der nächste, der kommt, den schlitzen wir auf. Nein. Autsch, scheiße. Ich schlitze doch niemanden auf, Leute. Was denkt ihr? Was, wo kriege ich Blut her? Fuck. Ich habe leider echt keine Ahnung und ich glaube, da unten, da kommen wir dann bloß in diesen komischen roten Nebelraum mit dem Vieh. Will ich da hin? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wir schauen erstmal woanders nach, weil das ist wirklich die letzte Option, die ich da nehmen würde. Da gehe ich dann doch lieber erstmal in...
Zurück zum Hauptschiff und dann zum anderen, was ich leider nicht mehr weiß, wie es heißt. Na. Sollte das allerdings zu lange dauern, werde ich die Kugel zusammensetzen. Mal schauen, ob wir das diese Aufnahme noch hinkriegen. Ansonsten, ja. Eben nicht. Boah, ey, nerv mich nicht. Boah. Nein, da bin ich doch nicht lang. Turning to manual. Wenn ich da reinfall, bin ich tot, wa? Ich habe auch nichts, was ich irgendwie wieder hinhängen könnte. Und da drin ist, glaube ich, auch kein... Oh, eine Raubtierfütterung. Ja. Das mag die Steine bestimmt. Solange ich es jetzt nicht umgebracht habe. Hey, Freund. Er scheint mir ziemlich still geworden zu sein. Ey, nicht so aggressiv. Das ist ein Brocken. Ja, okay, den kriege ich aber nicht rein. Schade. Schade. Ab ins Querschiff. Okay. Dann mal schauen, weil da hatten wir ja die ganzen Leichenplätze. Vielleicht gibt es da ja irgendwo noch Blut. Ah. Was steht denn da eigentlich immer? Irgendein komisches, krankes Zeug bestimmt. Boah, ey, ich kann's euch halten. Nicht ab, ey. Wir schauen uns hier einfach mal um. Überrascht werden können wir eigentlich gar nicht mehr so. Schon wenn es natürlich vollkommen... Alter, wenn es natürlich jetzt vollkommen falsch ist, was ich hier mache, dann tut es mir leid. Oh Gott, der Raum. Oh, dieser Raum. Oh ja, wird der schon wieder geistig gaga? Nee. Ich geh lieber. Das ist mir zu... Ein Freund! Willst du unser Freund sein? Hey, bleib stehen! Ich hab sonst niemanden. Ich nenn dich Lemmy Wings. Den Insider, den verstehen bloß Leute, die es aufpacken. So, dann würde ich mal sagen, da rein. Ansonsten, also wenn ich jetzt hier drin nichts finde, dann werde ich die Kugel zusammensetzen. Das sage ich jetzt einfach so, weil der Agrippa mir dann doch langsam ziemlich auf die Eier geht. Seine ständigen Ansagen. Ich habe ein Herz für Menschen. Auch im Computer-Dasein und in der virtuellen Welt. Aber... Wenn ich kein Blut von gequälten Opfern finde, ich es sich auch mitnehmen. Oh Gott, er gefehlt. Oh. Hier, da thront er. Nee, nee, bleib mal zu. Ja, wenn ich kein Blut finde, dann... wieso kann ich es nicht von Agrippas Leiche entnehmen, obwohl die wahrscheinlich eher schon ein bisschen... Immer wenn ich hier rauskomme, hängen da Leute, oder? Kann das sein? Ja,
Ey, Bro, zieh dir mal was an, yo. Ja, von dem kann ich aber auch kein Blut abzapfen. Oh, wenn ich... Das wäre doch mal eine Slender-Map, wa? Alter, da würdest du doch austicken, ey. Oh je. Oh, was haben wir hier? Schön Lampenöl sparen, wir haben nicht mehr viel. Oh Gott. Oh. Ah. Ich will nicht. Ich will das nicht. Kann ich das jetzt zusammentun? Kann ich direkt zum Blut hinzufügen? Das muss erst gereinigt werden. Deine Mutter muss gereinigt werden. Ach komm. Wo soll ich denn den Scheiß jetzt reinigen? Alter. Boah, ey. Wo reinigt man giftige Pilze? Toll. Scheiße, ey. Oh, ey. Und dieser Folterraum, ey. Boah. So, schauen wir mal hier hoch. Aber ich wüsste jetzt echt, ehrlich gesagt, keinen Platz, außer dass wir nochmal den ganzen Weg zurückgehen und oben nachschauen. Also wirklich ganz oben. Ja, ja. Du. Du mich auch. Jesus. Jesus. Ich glaube, hier lässt sich nicht so viel reinigen. Hier haben wir bloß immer diese, überall diese Büchsen, ey. Hier kann man Genie rubbeln, aber... Wo reinige ich das Scheißzeug? Oder kann ich das irgendwie von mir aus selbst reinigen? Irgendwie? Ja, okay. Sie sind sehr empfindlich, ja dann hau rein. Scheiße. Boah, jetzt muss ich aber wirklich... Okay, jetzt muss ich aber wirklich mal schauen. Steht da vielleicht irgendwas, wo ich da was reinigen kann? Ich vertraue mir, bla, bla, bla. Jetzt steht aber nichts, was ich brauchen kann. Jetzt bekommen, dazu muss ich eine Düse essen. Der Eier. Altarraum scheint wirklich sehr gefüllt zu sein. Da könnte ich es dann entsprechende Werkzeug extrahieren. Ich habe da mit dem Ding draufgehauen, aber sonst. Und wie gewöhnlich aus dem Video des. Ich muss daran denken, dass man das Folter zu geben. Zu destillieren! Was wollt ihr von mir, ihr kranken Bastarde? Alter, ihr geht doch nicht. Braucht ein spezielles Tonikum. Notizteil steht jetzt bei einer Mischung. Durchkommenszeit ist keine Zone. Also versperrt. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Wenn wir da die Kugel einsetzen, zumindest nicht. Tja, Leute. Ach, scheiße. Was? Da war meine Hand gerade falsch auf der Tastatur. Wo destilliere ich denn den Scheiß? Ach, kommt schon, Leute. Ich meine, ich will ja Agrippa helfen, aber ich weiß nicht, wo ich das destillieren kann. Vielleicht hat er der eine Idee. Der ist ja so ein
Schwafel-Opa, der labert uns bestimmt gleich damit zu. So, ja, du hast ja alle Sachen gefunden, so, jetzt bring die mal dahin, dann könntest du mir vielleicht helfen. So im Sinne. Ha, geil. So,